Also Schönheit sind für mich glückliche Leute oder Leute, die ein Lächeln im Gesicht haben. Kompliment verteilen. Was sind die Reaktionen? Durchmischt. Also, es gibt viele, die das Gefühl haben, es sei eine Werbung. Und wenn man es gibt, so, nein, danke. Die Erfahrung ist, wenn man zu den Leuten geht und fragt, hey, hast du schon ein Kompliment bekommen, sagen die meisten nein. Und wenn man eins gibt, haben sie mega Freude. Ja. Und es gibt solche, die sind wirklich so persönlich berührt. Und vor allem die persönlichen Komplimente kommen gut an. Also, ich bin vorhin zu jemandem her, der coole Schuhe hatte, habe ich gesagt, Moment schnell, ich muss schnell ein Zettel für den Nuschen. Dann habe ich das mit den coolen Schuhen genuschelt und es gegeben. Und ich hatte mega Freude. Was hat es jetzt für verschiedene Komplimente? Ja, also von du hast ein tolles Lächeln, über deine Ausstrahlung ist super, du siehst super aus, du hast coole Hosen, du hast einen coolen Schal. Dann genau. Dann lässt dich weiterverteilen. Ja, voll, unbedingt. Ich sehe schon wieder ganz viele schöne Leute. Ja, vorher hat eine Frau zu uns gegeben, ein Lächeln ist schön. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, ja, von was ist das? Und sie ist umgedreht. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind vom Generationen-Tandem und die heute Komplimente verteilen. Ich dachte, ja, aber sie ist sicher Schock. Dann habe ich gefunden, sie könnte es jemandem verschenken. Und dann hat sie es akzeptiert. Also Schönheit ist für mich relativ und das ist gerade das Schöne daran. Also ich habe gemerkt, dass die Leute Freude haben, wenn man ein Kompliment macht. Und jemand hat mir zum Beispiel gesagt, als ich das Kärtchen für schöne Augen gegeben habe, gesagt, oh nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe viel zu kleine Augen. Und ich sage, es kommt doch nicht auf die Grösse drauf an, die Ausstrahlung. Dann hat sie gestrahlt und hat Freude gehabt. Also die Leute haben Freude und viele haben auch gesagt, ja, mir kommt nicht mehr viel Kompliment über. Oder jemand hat mir wieder das Kärtchen zurückgeschenkt und gesagt, ja, ihr habt auch ein schönes Lächeln, ihr habt es verdient. Ich hatte eigentlich tolle Begegnungen gehabt. Und die Leute sind echt interessiert und glauben ja, dass die jetzt anklicken und schauen, was wir sonst noch so machen.